Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Oldschool WoW. Mit dabei ich, der Jirika und der Divonka. Hallo. Ja, letztes Mal haben wir ja Sunwell gemacht und haben damit Burning Crusade komplett abgeschlossen. Bis auf Tulaman, das können wir euch leider nicht mehr zeigen. Und jetzt fangen wir also direkt mit VOTLK an, heißt Naxxramas. Oh ja. Wir werden hier die 10er Version der Instanzen spielen, weil es einfach schneller geht. Ja, sonst dauert es einfach zu lange. Und ja, mal schauen, wie wir hier so vorankommen. Ja. Vielleicht kann man hier auch schon ein paar Bossfähigkeiten jetzt zeigen. Je nachdem, wie lange die Bosse halt brauchen. Werden wir gleich sehen. Boah. Geil. Und da sind wir auch schon beim ersten Boss. Anubrektan. Oh ja. Der hat auch plus 2 Millionen Leben. Okay, also wir werden hier im 10er wohl nicht viele Bossfähigkeiten zeigen können. Ja, wahrscheinlich nicht, ne. Hatte ja hier den Brutalos schon mehr. Ja. Deutlich. Auf jeden Fall, den musste man irgendwann... Ich weiß nicht, wer das alte Naxxramas noch kennt, die Bosse können genau dasselbe wie damals. Aber man musste den immer irgendwann kiten, weil er so viel Schaden gemacht hat. Und der Rest musste sich in der Mitte sammeln. Ja, man, und am besten hat man ihn gegen die Wand da getankt. Wegen ja, genau. Man hat ihn gegen die Wand getankt und gekitet dann außen hinter dem grünen Sumpf rum. Ja. Was hat er denn gedroppt? Irgendein Ring und... Nee. Mit den Sets müssen wir dann mal schauen, wie wir uns einigen. Also, ja. Nach Uldor brauche ich gar nichts mehr, die habe ich eigentlich alle. Da kannst du die Tokens dann haben, soweit. Bloß, Uldor selber hätte ich vielleicht gern, weil das ziemlich geil ist. Ja. 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 Das Set hier ist auch nicht so geil, finde ich. Ja, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus bei mir, aber. Ja. Mal gucken. Das ist ja auch nicht so tragisch. Vielleicht droppen. Ja, gut, die Tokens droppen wahrscheinlich nicht zweimal. Wenn die Tokens überhaupt droppen im 10er. Musste man die töten? Ich glaube nicht. Also, der hat geinkt, wie ich hier reingelaufen bin. Okay. Na dann. Naxxramas ist erstmal in 4/4 unterteilt. Und dann geht's noch nach oben zu den letzten zwei Bossen, oder? Ja. So war das. Genau. Ja. Und viele haben sich früher beschwert, wie das Naxxramas hier rausgekommen ist, weil vom Schwierigkeitsgrad her ist es nicht mal in der Nähe vom Original. Naja. Aber naja. Und jetzt hat's Tüdüm gemacht. Weil mich irgendwie angeschrieben hat. Oh nein, die Wächter oder Akolytenviech. Mammut von letzter Woche. Boah, geil. Lecker. Denn hier nochmal? Ach ja, egal, einfach angreifen. Ja. Ich glaube, wenn man diese Ätzer nicht killt, kriegt man einen Erfolg oder so. Oh, jetzt habe ich sie schon gedottet. Ja, mal schauen, ob sie es überleben. Sollten sie aber eigentlich, oder? Weiß nicht, wie schnell sind. Nein, tun sie nicht. Ja. Der komische. Ach nein, sie hat alle vier getötet, glaube ich. Die Schultern sind cool, ey. Naja, geht. Aber hier drin hat man früher auch viel Zeit verbracht. Oh ja. Weil es halt einfach so riesig ist. Echt heftig gewesen. Ich denke, mit dem 10er werden wir noch einiges zeigen können von der Inni hier. Von den Innis hier in VOTLK. Ja. Vielleicht auch mal den einen oder anderen Hardmode. Mal schauen. 10er ist ja nicht so krass. Lassen wir uns überraschen, was wir so machen. Ja, eben. Hier gibt es unsichtbare Viecher oder so, glaube ich. Das kann sein, ja.
Das man immer ewig rumgelaufen hat, hat sich gesucht, weil die dann, wenn man so, wenn die so spontan gekommen sind, war es immer voll krass. Ja. Hier ist man immer diese Schräge so links, rechts abgelaufen. Ja, genau. Dass man alle gefunden hat. Da ist zum Beispiel eins. Süß. Ja, voll. Es war auch schwer, hier die richtig zu pullen. Ja. Aber Spaß gemacht hat es halt übelst hier. War immer richtig cool. Ja, am Anfang schon. Aber irgendwann geht der Naxxramas dann tierisch auf den Keks. Also finde ich zumindest. Ja. Mir gefällt halt der Style von der Innie auch überhaupt nicht. Also mir persönlich. Da war Uldur dann danach eine willkommene Abwechslung. Den fand ich auch cool, Prüfung des Kreuzfahrers. Ja, das war ganz okay, das war halt schnell vorbei, ne? Ja, deswegen. Weißt du, wie wird mir immer eingenetzt? Ja. Muss man dann immer an den Rand laufen und die Netze aufmachen? Ja. Nein, mich hat's erwischt. Ich komm dich gleich holen. Geisterspäne war übelst geil. Ach ja, da kann man ja wieder rausgehen, gell? Ja. Wenn er meint, der gute Kel'Thuzad. So. Wo haben wir jetzt drin? Da waren wir drin, ne? Gehen wir einfach rein um, oder? Hier, oder? Ja. Ja. Einfach rundrum. Hier bei den Blubs musste man früher mal voll vorsichtig sein, hä? Ja, das war echt krass. Beim nächsten Boss, da muss man auch irgendwie immer irgendwas. Muss man immer an dem Rand stehen und so irgendwie. Ja. Und diese Grütze da, irgend sowas. War mal echt cool. Zu tanken hat es echt Spaß gemacht, eigentlich. Ja, war der nächste Boss nicht der Tanken Spankfight? Ja. Ja, da musste man doch gar nichts machen, außer tanken und draufhauen. Ja, aber du musstest den irgendwie so hier hinstellen, komisch. Ja, man hat ihn da hingestellt, weil da am meisten Platz war. Oh. Ja. Ich bin in die Grütze gesprungen. Ich glaube, wir pullen immer alles, wenn wir den. Dann pullen wir wohl erstmal so. Ich bin sowieso in die Grütze gesprungen. Da wurdest du voll gegrutzt. Ich gebe sogar ein bisschen Gold für den Trash, ey. Ja. Ist nicht so verkehrt. Die Gnome, ja. Geil, Honigminztee. Oh ja. Da an diesen komischen Blubs sind auch so viele Leute gestorben. Ja, da sind die Leute immer gestorben. Die wohnen hinten ein, ja, da kannst du jetzt auch noch sterben. Ja. Flickwerk heißt der Boss doch, oder? Ja. Das war mal so ein Boss, wo man sein Damage austesten konnte. Oh ja. Wo ist er denn hin? Ich dachte, der läuft dahinter, oder? Ja. Sollen wir hinterherlaufen? Ich weiß nicht, wenn wir dann zwischen den Blubs kämpfen müssen, ist vielleicht nicht so cool. Na, bestimmt nicht. Der ist noch ganz hinten. Okay. Kein Problem. Ich empfange ihn jetzt hier. Alles klar. Ja,
Alter, du bitte auf mich, hey. Weiß ich nicht, der gibt dir voll, hey. Jetzt. Voll der Penner, ey. Der Erfolg. Oh, jetzt haben wir es vergessen, ey. Fliegt flieg weg schnell das Handwerk. Oh mein Gott, ey. Toll, 3 Minuten hätten wir Zeit gehabt. Oh, das war aber knapp. Da, das komische Skelett ist auch geil. Die Augen. Was? Die Augen, also diese grünen Dinger. Ach, da von dem Mund, oder was? Ja, von dem Eingang. Den Bus hier musste man kiten. Ja, der hat auch Blobs gesetzt. Und nein, da haben die Spiele immer Blobs gesetzt. Ja. Und das hat immer, alle waren immer zu blöd dafür. Ja, genau, da sind so Schleimpfützen entstanden und die musste man dann immer genau hinter ihm ablegen und dann hat man ihn durch den Raum gekaltet. Das konnte nie jemand hin. Nee. Muss man die hinter ihm pullen? Weiß ich nicht. Ich pull jetzt einfach ihn. Nein, muss man nicht. Doch, muss man. Ah, doch. Na egal. Oh Gott, ich hab's. Ah genau, er setzt aber auch so diese Gaspfützen da unter sich. Ja. No. Da ist der Schleim. Ja. Boah, das Schild. So geil. Zehner droppt zu wenig Zeug, das ist voll kacke. Kannst du mir mal eine Heilung geben? Bitte. Gleich. Dankeschön. Über das Rohrlaufen war immer geil. Oh ja. Viele Leute da unten, die Mobs gefallen sind. Ja, und dann war ein der, hey. Ja. Schon wieder ist, hey. Hüpp. Der Glut. Ja. Das ist doch der immer so random droppt, oder? Die T-Teile. Das kann sein, ja. Und er wächst. Oh nein. Schulter. Oh. Willst du das Set jetzt hier sammeln? Ja. Ja, dann sammel du das hier, dann schau ich in Uldur halt. Okay. Dann passe ich hier immer. Wo kriegt man das jetzt? Das kriegst du alles in Dalaran, glaube ich. Ah ja, stimmt. Hallo. Hier gab es auch immer diese, ja genau, diese unsichtbaren Viecher gab es hier auch immer. Und irgendwo kommen auch noch Spooks. Ja, da. Hier war immer Ende im Gelände, wenn du 2 von den Großen gepult hast. Oder die Spooks mit dazu. Oh, wow, wow. Ja, da war echt alles kaputt, ey. Der nächste Boss wird jetzt witzig. Dann müssen wir die gleichzeitig killen. Stimmt, ja. Ja gut, die Überladung würde auch nicht interessieren eigentlich. Die überladen sich doch dann auf der anderen Seite, oder? Ja, irgend sowas. Folgen. Ah, da muss man doch auch mal hin und her springen, gell? Ja, das machen die automatisch. Ich greife jetzt einfach an. Okay. Ich prügel ihn mal auf 10% oder so runter. Also meiner hat noch 14. Deiner? Ja, ich brauche ein bisschen zum Casten, aber... 48. Das dauert echt ewig, ey. Ja, ich mach gar nichts mehr. Ah, jetzt werde ich rübergeschleudert. Ja, jetzt mache ich den kaputt. Ja, mach ihn mal. Kaputt! Oh Gott. Nicht failen. Ja, ich hab's geschafft. Ja, ich auch.
So. Oh, schon wieder ich, ey. Ich hab immer Face, ich hab immer Face-Aggro oder sowas. Ja, du bist doch eine Heule, hallo. Du bringst es mit, Kevin. Oh Mann. Ah ja, genau, jetzt gibt es mit der Polarität da ja, gell? Ich bin ja positiv. Was hast du? Negativ. Ja, also sollten wir uns nicht zusammenstellen. Ja. Ich bin positiv. Oh Mann. Freck. Gleich zwei. Mit weniger als 9 Leuten und ohne dass jemand Schaden kriegt davon. Ja. Lustig. Mal gucken, was fehlt hier überhaupt noch in Naxxramas. Militärviertel jetzt? Naja, ich meinte bei den Erfolgen, was mir da so fehlt. Mir fehlen nur noch 3. Der Club der 100. Zusammen bis in den Tod. Das ist bei den Reitern, oder? Ja, ich glaube schon. Innerhalb von 15 Sekunden, das kriege ich hin. Einfach alle zusammenpullen und wegrotzen. Ja. Wenn die müssen. Alter, Ding Heigen wird auch wieder witzig. Ja. Hat man da nicht immer so viele Viecher übernommen? Der mal so zugehauen hat, der Typ. Der nächste Boss. Ja, ich glaub schon. Ja, die, diese die trainieren da, die ja, Typen genau. Und dann. Ja. Da hat man Klassen mit Mind Control gebraucht damals, um die zu übernehmen. Sind da nicht diese komischen Kugeln da gewesen? Ah ja, doch, stimmt, da waren die Kugeln. Aber ganz früher hast du, glaube ich, Klassen gebraucht, um das zu übernehmen. Damals im ganz alten Naxxramas. Ja, das kann sein. Der Heigen Dance. Ja, Heigen Dance. Safety Dance haben wir das wohl genannt. Ja, ich weiß nicht, ob wir überhaupt tanzen müssen. Nee, ich glaube nicht. Ich überlasse dir die Kollegen da mal. Weil manche Viecher hier heißen einfach nur Todesritter. Ja. Oh Mann. Und Hauptmann der Todesritter. Ja. Ah, Naxxramas, hier könnte schön Überlänge geben. Stimmt, die Dinge, die Hände von dem Set gibt's ja bei Sartarium hier. Ja. Ja, machen wir auch noch. Ja. Das Interessante sind ja sowieso erstmal Kopf und Schultern eigentlich. Weil das sieht man am meisten. Ja, und eine Brustplatte wäre auch cool. Ja. Die da mache ich mal mit. Ja. Dass die dann inken oder so. Übernimmst du so einen komischen Typen überhaupt? Weil ich greife ihn so an. Ich glaube nicht, dass man das noch muss. Der hat 3 Millionen Leben, das werden wir wohl nicht müssen. Ja. Ach so, die greifen ja damit an, die muss man dann wegtanken, gell? Ja, naja, ist nicht so schlimm. Oh nein. Hätte ich fast umgebracht, hey. Ja. Das ist voll abgekriegt, hey. Ich habe aber auch keine CDs oder so gezogen. Ah ja, genau, hier fliegen ja die Waffen rum. Ja. Ach, die Sloan. Alter, jetzt geht's ab. Yeah. Stimmt, jetzt fliegen ja hier die komischen Ätzenden her. Bei den, bei dem Typ hier. Keine Ahnung. Den erinnere ich mich nicht mehr.
Ja, da muss einer links stehen und einer rechts. Dann muss man die ganze Zeit Ads töten. Wenn die sterben, kommen die auf der anderen Seite wieder als Geist. Okay. Ah ja, genau. Das ist ziemlich nervig, aber. Stimmt. Der Gotik. Gehst du dann? Ich geh rüber, ja. Ihn jetzt anschießen? Ja, ich glaube schon. Gotik, der Ernte. Oh nein, ich bin eingesperrt! Hilfe! Ich trinke dabei mal einen Schluck. Ja. Mir kommen die mal nicht.